Mal schauen, ob die Leitung steht. Jawohl, die Leitung steht. Und ja, grüß euch. Nachdem heute Samstag ist, schlechtes Wetter, kalt und ich sowieso Harmonika spielen tue, habe ich mir gedacht, ich lasse euch teilhaben. Aber ich bin ganz überrascht über die Resonanz, wie viele mir jetzt schon geschrieben haben, dass sie sich freuen. Also ich bin ganz aufgeregt und sehr gerührt und ich freue mich wahnsinnig. Und dann lassen wir es losgehen. Es gibt ein Stückchen von Franz Michalitsch, das ist ja so ein Oberkrainer. Das heißt, Musik ist mein Leben und das habe ich eigentlich zu meinem Motto gemacht und das versuche ich jetzt mal als Beginn zu spielen. Ich bin aufgeregt heute, ich muss es sagen, weil so viele schon darauf warten, dass ich spiele. Und, aber der langen Rede kurzer Sinn, fangen wir an. Freund Erich spiele sein Lieblingslied Suliko. Thank you.
Sulico. Ich denke da auch an die schöne Zeit am Aachensee in Pertisau, wo die Wirtin vom Wagnerhof mich gefragt hat, ob ich das Stickel spielen kann. Und es ist noch eigentlich auf uns gekommen. Das muss ich noch mal üben. So, jetzt Gerhard und Helga aufpassen. Thank you.
Ja, ganz speziell für Helga. Thank you.
Nein, schon lange nicht mehr gespielt. Thank you.
Uns hat ein eigenen Chamigoso Chienon, heißt das Liedl. Thank you.
muss ich wieder mal meine Schwindelzettel auspacken. Thank you.
Soll er etwas spielen, was man kann. Thank you.
jetzt ist mir da Riemen ausgekupft. Jetzt muss ich da ein bisschen schraufen anfangen. Nein, dann nehmen wir jetzt andere Zierhaken. Weil da ist der Schraufen aufgegangen und der Bassriemen ausgesprungen. Das kann passieren, aber das ist kein großes Problem. Da braucht man leid wieder einschrauben. Aber wir haben ja ein zweites Gerät. Das zeigt vielleicht manche eh. Wenn ich mit der GCFB weitermache. Immer noch anschnallen, damit wir nicht abstürzen. Und so weiter.
Ich weiß ja fast gar nichts mehr, was zum Spielen. Wir nähern uns der 16 Uhr Grenze und da werden wir uns langsam uns aufwärmen. Thank you.
So, der alte Holzknecht. Und jetzt müssen wir noch ein Abschiedsstickel finden. Und was haben wir da, was haben wir da, was haben wir da, was haben wir da als Abschiedsstickel? Als Abschiedsstickel. Ja, fällt nicht ein. So, Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Mal und schönen Samstagabend noch. Viel Spaß.